Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Marine. Heute als Space Wolves. Dark Angels hatten wir ja schon und jetzt quasi so ein bisschen als Gegenpart Space Wolves. Nicht wirklich Gegenpart, weil ihr wisst ja, ihr kennt ja den Fluff. Also ich glaube, der ging so. Also bei den Dark Angels, das hatte ich ja erklärt mit den Fallen jagen und sowas, ne? Und die Space Wolves sind ja im Prinzip Wikinger. Und die Wikinger sind halt hier auch so mit, also die haben alle einen Ehrenkodex und so, aber die Wikinger haben halt so einen ganz besonderen und die sagen halt, ja, wenn ihr Verräter in den eigenen Reihen habt, seid ihr halt scheiße und eigentlich auch Verräter und das geht gar nicht und deswegen mögen die Dark Angels nicht so sehr. Deshalb wiederum mögen die Dark Angels auch nicht die Space Wolves und ja, da ist immer so ein bisschen Rivalität, also ich glaube ziemlich genau so war der Fluff. Heute spielen wir auf jeden Fall, um auch mal wieder so einen Counterpart zu den Dark Angels zu haben. Beim letzten Mal, oder bei dem Dark Angels Video war es ja so. Oh, sorry. Ach. Komische Zeit gerade. Naja, nee, da war es ja so. Da hatte ich ja mit dem Money zusammengespielt, da haben wir alles auf Plasma gemacht. Also Plasma Devastor, selbst der Sprungtyp mit Plasma und alles irgendwie Plasma, so Dark Angels Style halt. Und in dem Video hier werde ich nicht als, ich hatte zuerst überlegt, als so ein, wie heißen die Devastoren von denen, die haben nur graue Wölfe oder so, als so einer zu spielen. Aber dachte ich, nee, das ist mir vielleicht ein bisschen zu ähnlich wie das Imperial Fist Video. Deswegen, doof, dass der eine gerade rausgegangen ist, weil ihr wisst, erst bei drei Spielern startet das. Naja, aber deswegen hier Space Wolf ganz normal, nur MK7 Rüstung, keine Besonderheiten. Deshalb werden wir heute hier wieder als Sturm Space Marine spielen. Und zwar habe ich mir gedacht, Wikinger, da musst du natürlich eine Axt dabei haben, also nehmen wir doch mal hier die Axt. Ich nehme die Energieaxt eigentlich nie, weil ich am liebsten entweder mit dem Energiehammer oder im Kettenschwert spiele. Deswegen jetzt hier mal die Energieaxt mal antesten. Ja, schon so ein hohes Level, so viel gespielt, aber trotzdem noch nicht wirklich die Energieaxt angetestet. Und ja, Energieaxt, Boltpistole, man hätte auch machen können, dass man tatsächlich einen Bolter tragen kann, einhändig. Habe ich aber gedacht, nee, weil wir wollen ja eher hacken. Da nehme ich mal Blendgranaten, die nehme ich nämlich auch nie eigentlich, obwohl die ziemlich effektiv sind. Ansonsten immer als Sturmmarine gerne diese Kampfstimulanzmittel, nur ich vergesse das häufig eh einzusetzen. Und ärgere mich da, dass ich keine Granaten habe. Mal gucken. Ja, ist wie ich dachte, jetzt müssen wir auf den dritten Spieler warten. Naja. Ja, und auf jeden Fall hier, normalerweise, also Kampfstimulanzmittel, Fragmentgranaten, geil, weil da gehen halt ein paar Leute kaputt und fliegen so auseinander. Bei den Blendgranaten ist das so, dass man wirklich alle Gegner, egal wie stark die sind, quasi stunt eine ganze Zeit. Und dann kann man in der Zeit hacken oder weglaufen oder was auch immer. Deswegen nehmen wir die mal, testen wir mal an. Und als Boni, so habe ich eigentlich auch immer in den Multiplayer-Spielen gespielt, also wenn man richtig nicht Exterminator, sondern Multiplayer macht. Weil zum einen Tod von oben ist, wenn man aufschlägt mit dem Sturm Space Marine, macht man erhöhten Schaden. Dadurch kann man leichter Leute killen oder denen halt mehr HP abziehen. Und luftgekühlte Schubdüsen ist einfach, dass die immer schneller einsetzbar sind. Was ziemlich cool ist. Okay, einmal gerade gecheckt, ob das Video aufnimmt. Macht er aber. Ah, okay, hier ist einer. Toll. Ja, bei den letzten Malen haben wir immer so ein bisschen reingeschissen, deswegen jetzt mal gucken, dass wir einfach mal ein bisschen rasieren hier. Sollte auf der Map, vor allem in den ersten Arenen als Sturm, Space Marine, überhaupt gar kein Problem sein. Gucken wir einfach mal, wie es läuft. Ich glaube, der Spielsound ist relativ hoch, deswegen, ja, genießt einfach die Show, würde ich mal sagen. Xeno-Lebensformen entdeckt. Okay, die Energieaxt ist echt nicht schnell, aber etwas schneller als der Hammer. Allerdings natürlich langsamer als das Kettenschwert. Ah, da ist ein Vierter ins Spiel gekommen. Drei Devastoren hier drin. Alter. Na ja, gut, dann sollen die schön die Punkte einnehmen und wir rasieren halt.
So ist der Plan. Was haben wir denn hier? Sind das zwei Blood Ravens? Ich glaube schon. Und ein Ultra. Das Geile bei der... Oh, fuck. Ah, da habe ich Glück gehabt, denn das ist tatsächlich eine der Maps, wo man sich selbst umbringen kann, wenn man da einfach runterspringt oder runterfällt. Jo, ansonsten, das mit dem Sprungmodul ist ganz cool, weil ich mache das sehr gerne, wenn ich in den Gegnern quasi drin stehe, dann trotzdem immer nochmal hoch, runter, immer drauf. Denn? Ja. Ja, hier kann man jetzt schwer sagen, wie Energiewaffen sind, die Energieaxt ist, weil man sowieso hier relativ leicht Schaden macht bei diesen Lappengegnern. Also selbst hier die Shooter-Boys oder die Baller-Boys und die normalen Orc-Boys, die haben ja nichts. So, also die haben nicht wirklich Rüstung, so dass man die auch mit dem Kettenschwert eigentlich ganz easy wegkriegen würde. Das Einzige, was hier ein bisschen herausfordernd ist, ist, ich glaube aber erst in Welle 5 hier kommen durchaus Ork-Bosse, also diese Shooter-Bosse. Die halten ein bisschen mehr aus. Können wir mal gucken, ob das da dann schon was bringt mit der Axt. Wenn man halt hier nichts, was HP generiert, also mit dem Kettenschwert ist immer ganz geil, dass man ja HP auflädt, wenn man haut, also wenn man den entsprechenden Perk natürlich nimmt. Und für den Devastor gibt es sowas, dass man zum einen schneller irgendwie die Rüstung regeneriert und das andere ist, dass man einfach mehr Rüstung hat, da der stählerne Stern, was halt sehr geil ist und was man auch richtig sieht als Equipment. Tatsächlich hier zwei Blood Ravens, ein Ultra. Nice. So, den Punkt da hinten halten. Ja, das können die Jungs hier mal machen. Als Devastor nämlich geil, wenn man da steht. Ich bleib hier, weil hier spawnen die alle. Und dann werden wir mal hier direkt rasieren. So muss das doch sein als Space Wolf, oder? Mittendrin hier... Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Ja, aber mittendrin und immer Vollgas. So die Wikinger das halt machen. Richtig geil wäre hier natürlich, wenn man richtig diese... Ja, ich sag mal, volksspezifischen Typen spielen könnte. Also wenn man hier so einen, ich glaube, Wolfen heißen die, ne? Diese halbmutierten, komischen Werwölfe da. Mit den Krallen. Wenn man die hier zocken könnte. Einfach mal mit so Doppel-Energie-Krallen richtig abgehen würde. Es wäre egal, wenn es ein paar von den neuen, oder das heißt von den neuen, von den anderen Waffenoptionen geben würde. Also überlegt mal, man hätte hier einen mit Energiefaust, der dann so einem Ork-Boss richtig auf die Schnauze gibt. Oder ja, halt wirklich Doppelkrallen wäre halt mega und sich dann da überall durchschnitzeln. Dass man vielleicht hier komplett auf Boltpistole oder so verzichtet und dann wirklich zwei Nahkampfwaffen, also zwei Krallen hat. Das wäre schon echt cool. Aber ist halt nicht. Ja,
Alternativ hätte ich auch echt gerne mal hier einen normalen taktischen. Aber mit Kettenschwert. Das geht halt auch leider nicht, weil Nahkampfwaffe kann man bei beim taktischen und beim Devastor auch nicht ausrüsten. Beim Devastor ist das ja noch okay, das verstehe ich ja. Aber beim taktischen würde ich ja sagen, ja, warum denn nicht? Denn Boltpistole hat er immer standardmäßig. Also die hat man immer dabei, die kann man auch nicht auswechseln, da kann man auch kein Plasma oder so nehmen. Als taktischer. Und ja, ansonsten kann man aber halt zwei Fernkampfwaffen nehmen. Also ein, was weiß ich, Bolter und Plasma oder Melter und Sturmbolter und sowas. Das ist halt ein bisschen weird. Ich meine, es ist cool, dass das geht, aber ja, das ist da ein bisschen drüber. Aber einfach zu sagen, okay, komm, ich mache mir hier so einen coolen, weiß ich nicht, Sergeant mit E-Faust, Plasma-Pistole oder so, geht halt nicht. Okay, also selbst bei den Ballerboys killt man direkt mit diesem verbesserten Sprungmodul, wie es scheint. Wenn man aufkommt, haben wir immer noch nicht die Granaten angetestet. Ja. So, eine Welle noch, dann geht's in die nächste Arena. Hier kommt, meine ich, der Orkboss. Also... kann sein, dass das erst etwas später ist. Ja, echt relativ langsam die Axt. Schwer zu sagen, weil ja auch noch mit drauf geschossen wird. Okay, aber so schnell scheint er nicht down zu gehen. Shit. Da ist noch einer. Tja, wirkt irgendwie nicht so geil. Also, ist natürlich okay, aber... nicht so richtig mega. Aber gucken wir mal. Ich lasse mich mal weiter überraschen. Das Energieschwert wäre sicherlich auch noch cool, zumal es auch richtig geil aussieht. Ding ist nur, dass ich das halt nicht habe, genau wie den Reliquienbolter und sowas. Ich habe mir halt echt nicht alle Upgrades und DLC-Dinger gekauft, sondern wirklich nur das, womit ich sowieso immer zocke quasi. Und ja, deswegen habe ich da manche Sachen nicht. Ja, mit den Punkten ist ein bisschen ätzend, aber wir müssen die einnehmen. Der wäre geil, wenn der letzte Typ da auch mal noch den Punkt halten würde. Dann geht das nämlich ein bisschen schneller. Weil wenn man die nicht erobert und dann die Zeit abgelaufen ist, dann halt Pech, ne? Stattdessen läuft der da irgendwo rum und geht hier fast auf. Das ist ein Lappen. Müssen wir einmal eben basieren. Alter, hinter dem steht einer und ballert und der checkt. Das ist bestimmt der Stufe 2 Spieler oder was. Okay, Punkte sind erobert. Dank unserer Space Marine Brüder. Der letzte müsste hier in der Mitte sein.
Ne, jetzt sag nicht, wir haben wieder diesen Bug. Das hatte ich letztens einmal mit dem Money auch, dass das gebuggt ist hier und nicht tatsächlich nicht weitergegangen ist. Den Fehler gab es früher gar nicht. Zumindest hatte ich den nie. Aber jetzt wohl offensichtlich wieder. Ja. Tja. Stats sind gut. War ja auch nicht so anders zu erwarten als Space Wolf-Wikinger. Aber ja, scheint als wäre das hier wieder so verbuggt und nichts läuft. Dann würde ich sagen, wählen wir einmal den Freitod. Gehen hier raus. Das ist echt sehr, sehr ärgerlich. Denn, ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich bin da beim letzten Mal jetzt auch nicht so super lange drin gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das als Video hatten oder so, ob ihr das sehen konntet mit dem Bug. Auf jeden Fall ist das schon ziemlich doof. Dann suchen wir uns nochmal einen zweiten Exterminatus, machen den. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht so ewig zocken, sondern nur einfach mal richtig hier mit diesem Space Wolf rasieren. Aber im Idealfall halt auch gegen ein paar stärkere Gegner und nicht gegen diese hier Welle 1 bis 5 Lappen. 5 bis 10 ist auch noch ziemlich leicht, aber dann fängt das eigentlich an Spaß zu machen. Es kann natürlich sein, dass wir nicht wirklich was finden oder dass das hier dasselbe Match ist wie das, aus dem wir gerade rausgegangen sind. Denn Problem ist, es spielen nicht mehr so viele Leute. Und meistens laufen tatsächlich nur noch ich. Also ich weiß nicht, wie hier diese Server-Suchroutinen sind. Meistens laufen aber irgendwie immer nur noch ein, zwei Spiele und das war's dann. Na okay, scheint aber eine andere Map zu sein. Boltwaffen können sie mit R nachladen. Aha. Okay. Das ist eine krasse Map. Da kommen schon die Orks an. Und ja, los geht's mit unserem Sturm Space Moon. Welle 10, okay. Das heißt, fast geschafft. Ja, der Energiehammer natürlich ordentlich ab hier. Von dem anderen. Auch geil, alles Sturm-Marines hier, oder was? Ja, ist natürlich sehr gut. Sergeant Tarkus, aha. Von den Blood Ravens. Dann hatten wir da, glaube ich, einen Imperial Fist. Jo, ein Imperial Fist mit Hammer. Blood Raven. Ist natürlich geil, wenn hier alle mal die Sturmmarines sind. Ist dann im Prinzip so ein bisschen wie ein Deathwatch Kill Team hier, also dass Leute von verschiedenen Orden halt am Start sind und ja, dann hier jetzt einfach mal rasieren. Ich glaube, wir haben auch alles an Waffen dabei, also wir haben auf jeden Fall einen mit Energiehammer, wir haben einen mit Energieschwert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich meine Kettenschwert und ich habe halt die Energieaxt. Ja, bei den Waves auf jeden Fall muss man jetzt schon ein bisschen aufpassen. Ihr habt gesehen, da war gerade der, ich sag mal, kleinere, aber Nahkampfboss. Da oben ist er noch. Oder ist wieder neuer. Komm her, ich bin kaputt. Oh, der macht schon gut Schaden. Da rumzubacken, die kommen da runter. Die
definitiv. Was ist denn das da hinten? Backt da wieder irgendwas? Ey, keine Ahnung. Komisch, dass der da hinten so angezeigt wird. Komm, das kann jetzt nicht sein, dass das Spiel schon wieder rumbackt. Ja, das ist doch echt scheiße. Ich verstehe das auch nicht, weil dieses Spiel ist echt eigentlich so unanfällig für irgendeinen Scheiß gewesen bisher. Und alles hat immer funktioniert. Deswegen checke ich nicht, warum das jetzt auf einmal irgendwie so blöd rumbackt. Aber den scheinen wir nicht zu kriegen da. Granatenfunst nicht. That's a weird boy. Okay, dass der sich da reingeportet hat. Da müsste er sich ja eigentlich auch wieder rausporten. Schmieds für Fakt, ja. Tja, da gehen sie alle raus. Mann, 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 jetzt haben wir schon das zweite Mal Pech. Suchen wir mal neu, weil wenn die Jungs da gerade auch alle rausgehen und neu suchen, dann könnte sein, dass man wieder in ein Spiel kommt. Dann sind wir wieder hier. Also, ich wollte ja eigentlich diesmal hier, dass mal richtig Action ist und es richtig abgeht mit dem Space Wolf. Aber scheinbar... Das ist doch wieder die Bugmap vom Anfang. Immer noch hier. Okay, letzter Versuch. Ansonsten werde ich einen Privatexterminatus einstellen und dann einfach mal... Solo gucken, wie weit man kommt. Naja, aber vielleicht geht ja hier was. Ja, sonst wie gesagt bei den Space Wolves, also ich hatte ja gesagt, so einen Wolfen zu spielen und dann alles da so auf Mega-Nahkampf mit Krallen wäre cool. Von den Anpassungsoptionen geht ein bisschen mehr als so wie ich das hier habe, denn es gibt bei den Rüstungssätzen auch einen Space Wolf. Oh, den habe ich sogar. Könnte ich ja auch den nehmen. Ja. Was haben wir da? Da haben wir hier so ein bisschen Space Wolf-mäßig, so Fellgedöns und hier Schädel, da Schädel, so Totem-Zeugs, was weiß ich. Hier diesen Space Wolf-Rückgepanzer, der jetzt auch sehr geil, ja, ich sag mal, in echt gibt. Ja, okay. Hier haben wir auch jetzt einen dritten Spieler, das heißt, es geht gleich los. Zum Glück haben wir auch eine andere Map als die beiden verbuggten gerade. Und ja, dann gucken wir jetzt einfach mal noch, wie weit wir kommen. Und ansonsten haben wir halt Pech und die Space Wolves, ich meine, das sind ja im Vergleich zu den Dark Angels eh relativ Versager, würde ich mal sagen. Wobei der Style, also das ist halt so komisch. Einiges vom Style ist ziemlich lächerlich, finde ich. Aber manches sieht auch ganz cool aus. Naja, aber wenn man sich zwischen Dark Angels und Space Wolves entscheiden muss, dann nimmt man selbstverständlich die Dark Angels, würde ich mal sagen.
Stormwolf-Coverlet wäre cool, also jeden diese ja, diese Typen, die auf diesen riesigen Wölfen da reiten. Naja, aber ich meine, das hier darzustellen, genau wie ein Bike oder so, wäre wahrscheinlich relativ schwierig. Die Stelle, wo der Typ da steht, ist ziemlich cool, denn da kann man die quasi sammeln, also die Gegner sammeln. Man muss nur ein bisschen aufpassen mit dem Beschuss. Okay, das Rüstungsset sieht schon ganz cool aus. Wird natürlich immer ein bisschen angepasst, also jetzt hat er natürlich ein anderes Rückenmodul, weil er ja hier Sturmmarine ist und nicht hier taktischer oder sowas. Schuss, da ist man doch relativ anfällig. Ich fand allerdings den Perk, weiß nicht, hatte ich das bei den Blood Angels gemacht? Ich meine schon, wo man weniger anfällig für Beschuss ist, fand ich irgendwie nicht so geil. Da ist das mit den schnelleren Sprungdüsen schon besser. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen. Ihr seht das, was der eine Typ da macht. Ich glaube, ein White Scar ist das. Wenn man da oben stehen bleibt auf dem Punkt, dann sammeln die sich quasi alle. Also die versuchen dann da hochzukommen, können sie aber nicht und buggen da rum. Und irgendwann kommen die dann darüber. Und wenn man dann dieses Stück, was er macht, hier runter geht, dann kann man die eigentlich mit dem Stomp alle ganz gut killen. Immer gucken, was wir hier haben. Oh ne, ist das ein Ultramarine mit weißer Rüstung? Was ist das für ein Nachfolgerorden? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir das. Dann haben wir hier was. Weiß ich nicht. Wieder ein Bloodraven. Ja, wie ich gesagt habe, der wartet ab. Sammelt die quasi alle da, macht dann den Stomp und deswegen wird wahrscheinlich auch dieser Captain Seren ganz oben
in den Stats sein. Gleich mal gucken. Ne, ist er nicht. Nice. Die Kills da immer weggesnackt. Ja, hier auch bei sowas, also wenn da so viele Orks gleichzeitig sind, würde ich ja sagen, ist der Hammer auch besser, obwohl der ja eigentlich nur für, oder eher für diese dicken Ziele gedacht ist, aber obwohl der so langsam schwingt, haut der halt alles immer direkt weg. Solange man echt im Nahkampf ist, ist das alles gar kein Problem. Ihr habt das vorhin an ein, zwei Stellen gesehen, da drei Shooter-Boys oder so. Man geht direkt ziemlich drauf, also geht nicht drauf, aber verliert unheimlich viel Energie. Hier müssen wir jetzt eigentlich auch mal ein bisschen aufpassen. Okay, aber da lädt sich die Rüstung wieder auf. Okay, Welle 5 noch und dann geht's in die nächste Arena. Blöd, dass wir die Granate da gefressen haben. Boys. Geil, im Sprung noch die Waffe nachgeladen, gar kein Problem. Glaube ich, der letzte Angsturm. Ich mach Points von Assist bekommen bei dem einen.
fast down. Muss ich aufpassen. Das mit den Granaten ist immer scheiße. Also da ist man dann doch relativ anfällig als Sturm Space Marine. Stats passen wieder, sehr schön. Okay, aber mal gucken, wie es weiterläuft. Kann sein, dass jetzt die Map kommt, wo am Ende die Sprengsquicks sind. Ganz in Gold hier. Das ist halt echt irritierend, der weiße Ultra oder was. Keine Ahnung. Naja. Oh ne, die Map ist geil. Also es ist halt relativ hart schon, finde ich. Auch in den Wellen 5 bis 10, aber das ist ziemlich cool. Das macht ziemlich Bock. Hier geht's ab. Eine Menge Orks mit Schilden und vor allem mit Energiewaffen. Ja, da ist der Hammer natürlich eine gute Wahl. So, spannend wird's vor allem, wenn man hier vorne diesen Punkt auf der Brücke halten muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt oder in der nächsten Welle ist. Okay, jetzt kommt wohl der Punkt. Halte diese Position.
Okay, da haben wir jetzt natürlich nicht so viel gemacht für die Stats, weil wir wieder auf dem Punkt standen. Aber, egal. Hauptsache läuft. Ja, müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen reinhauen. Squids. Natürlich auch ganz intelligent da rein zu jumpen. Ah, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Steht hier hinten direkt an dem Spawnpoint und rasiert alles weg. Schlecht. Oh Mann, alle tot bis auf den Leader, ja? Das war natürlich nicht so glorreich. Die machen schon Damage hier mit ihren Energiewaffen. Schon wieder fast down. Gegner können es nicht mehr sein. Xenos vernichtet. Schutzmaßnahmen eingeleitet. Ja.
Okay, ha, diesmal hat er hier voll rasiert. Aber läuft doch bisher ganz gut. So, gucken wir mal, wie weit wir so noch kommen. Mal gucken auch nach den Loadouts. Hier war vorhin das, wo der Bug war. Okay, zwei Devastoren jetzt. Boss. Okay. Hat er uns einfach mal kaputt gehauen, ne? Ja, so wie er spielt, also Energiehammer Plasma-Pistole ist eigentlich ideal, würde ich sagen. Oder halt in den ersten Wellen Kettenschwert, ja, und eigentlich egal, was für eine Pistole oder so. Easy. Halte diese Position. Na. Ja. Gerade auf der Tastatur verrutscht. Toll, genau vorbei. Okay, Welle 13, Welle 14 jetzt.
alle. So, letzte Welle, dann haben wir die Arena auch. Stehen wir punktetechnisch noch schlechter da als vorhin. Ja. Oh, das sind doch mal Gegner. Oh fuck, die Granaten, Alter. Fuck. Na, hätte man mal wegspringen sollen, aber ich dachte, nee, komm, vielleicht krieg ich's hin. Wohl kaum. Schon einiges am Orks jetzt. Vier Bosse. Alter, Mann, ey. Ich hab dich reingeschissen jetzt. Denn ein Leben haben wir nur noch. Das nimmt der jetzt, wenn der wieder einsetzt. Und dann war es das nämlich. Müssen wir erst wieder mehr Punkte machen. Vernichtet. Schutzmaßnahmen eingeleitet.
Shoot, shoot. Vor allem habe ich das gerade richtig gesehen. 1000 Punkte für den Weird Boy. Ich meine noch plus Vielfalt und Zeug und irgendwas, aber trotzdem. So, eigentlich müsste man auch jetzt für die anderen hier jetzt am Ende mal doch wechseln, zum Beispiel auch wirklich auf so einen, heißen die echt graue Wölfe, also auf diesen Devastor-Typen oder so. Aber mache ich nicht. Weil wir als stolzer Space Wolf, wir sind nun mal hier dieser Sturm Marine. Rockner heißt er wahrscheinlich oder so. Und der muss halt rasieren mit seiner Axt. So ist das halt, ne? Ist nichts mit Fernkampf. Zumal auch hier Fernkampf mit der Boltpistole ist ja auch völlig lächerlich. Also nicht, tatsächlich gar nicht völlig lächerlich. Geht auch schon ein bisschen was, aber macht halt keinen Bock, weil die müssen ja alle verhauen. Oder alle. Hier auch ist ja im Prinzip Welle 15 bis 21, denn da kommt natürlich ja auch die Bonuswelle. Also wenn man die 20 Ork-Wellen schafft, kommt als 21. Welle ja immer Chaos. Und zwar sowohl Dämonen als auch Chaos Space Marines. Leider nur Korn-Dämonen. Das heißt leider, die sehen ziemlich cool aus und sind auch geil gemacht mit diesem Phasen-Zeugs. Aber ja, halt jetzt nicht so mega abwechslungsreich. Da diesen zweiten Punkt zu halten, ist vor allem echt schwierig. Alter! Ich kann hier überhaupt nichts machen. Lächerlich. Aber da geht der zweite Sturmmarine auch down. Ja. Mit den wenigen HP hat man es da auf jeden Fall nicht leicht. Also hier in diesen höheren Wellen seid ihr immer. Deswegen, das ist da nicht so die erste Wahl. So einfach diese Klasse. Weil wir müssen jetzt diesen anderen Punkt da noch einnehmen. Ist auch ein Devastor da umgegangen.
auch nice über die Distanz hier vom Schuss. Fuck, Big Boss und Squeaks. Jetzt gehen wir down, weil... Ja, ich hier nicht mehr wegkommen. Doch. Okay, wir haben den Punkt. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier nicht verreck. Ja, gerade nur ein Leben. Wir müssen jetzt vielleicht ein paar Punkte sammeln im Idealfall. Scheiße, hey, Ching. Alter. Vergeudet ich hier noch unser Leben oder was? Wobei er jetzt auch da mit, wenn er nicht aufpasst. Ja, ich muss, glaube ich, echt viel beweglicher und defensiver spielen. Okay, wir hatten da wieder ein Leben, aber ein anderer ist noch da gegangen. Alter, das gibt's doch nicht. Richtig schlecht. Unheimlich langsam auf.
Schwarzgang gehen, ist natürlich ganz gut. Aber so wie das aussieht, glaube ich nicht wirklich, dass wir hier zu Welle 21 kommen. Und selbst wenn, dann werden wir da nicht wirklich die Schnitte haben. Ich meine, man muss vielleicht die Sachen der Karte ausnutzen. Also hier ist zum Beispiel so ein Deadspot, wo irgendwie die Gegner nicht wirklich hinkommen, wo man immer Rüstung aufladen kann. Dann gibt es da oben drin noch ein. Problem ist halt bei sowas wie dem hier jetzt, also wo man gezwungen ist, auf so einem Punkt zu stehen, ist natürlich schwierig. Haben wir den Punkt vorne in der Mitte. Den auch so. Ich muss ganz kurz wieder aufladen, weil... Eieiei. Zwei Tod, ein Leben haben wir nur. Okay, wir müssen aber zu dem C-Punkt, sonst ist vorbei. Ja, okay, das wird wohl nichts, denke ich. Sobald wir hier von dem Punkt gehen, sind wir halt down. Aber wenn wir, ja, wenn wir hier bleiben, werden wir halt down gemacht. Tja, das dürfte es gewesen sein. Tja, das war also eine Runde Space Wolves. Stats okay, vor allem am Anfang besser, aber wie ich ja so häufig schon gesagt habe, man muss eigentlich die Klassen immer anpassen. Also natürlich kann man auch mit einem durchzocken, also zum Beispiel der Plasma Devastor geht ganz gut, oder der Energiehammer, der geht auch am Anfang schon, aber im Idealfall ist, wenn man einen Sprungmarine komplett durchzocken will, dass man den am Anfang mit dem Kettenschwert nimmt und eigentlich etwas später mit dem Energiehammer. So habe ich das auch eigentlich immer, wenn ich die denn spiele. Also entweder so spiele ich eigentlich am liebsten. Und so habe ich eigentlich im Multiplayer immer gespielt. Natürlich nicht als Space Wolf, aber ne. Wenn man Sprungmarine spielt. Ansonsten geht auch, Moment, wo ist er denn? Hier, diese Ausrüstung. Ist auch ziemlich geil, weil man sich einfach selbstständig heilt durchs Kettenschwert. Ist aber hinter, also ab Welle 10, 11 ist das hier kacke, weil man denen allen irgendwie nicht mehr wirklich Schaden macht wegen der hohen Panzerung. Als taktischer ist halt super, das hier nehme ich gerne als Standard-Loadout. Sturmbolter einfach, der macht zwar nicht so viel Schaden, aber der ballert einfach die ganze Zeit, man kann überall reinhalten. Plasmawerfer ist ziemlich gut gegen alles. Ja, Granaten, klar. Leider muss man das nehmen, sonst könnte man keine zweite Waffe tragen. Und hier schnelles Nachladen ist super geil beim Sturmbolter, weil man kann fast echt in einem durchballern. Ansonsten später ist der Sturmbolter fast nutzlos. Da ist der taktische dann geiler, wenn er, Moment, so ausgerüstet ist.
Hier noch gegen leichte Ziele und der Melter einfach gegen alles das, was dann schwer ist. Ja, und der Vastor macht halt alles Bock. So habe ich den am liebsten gespielt. Also mit schwerem Bolter und Fettmunition. Aber in dem Dark Angels Video ja auch festgestellt, dass das Loadout hier, also einfach die Plasmakanone, unheimlich stark ist und man auch keine Munitionsprobleme hat, wirklich. Naja, gut. Also, genug der Laberei. Dies war I am Space Wolf und ja, heute dann mal wieder als Sturm Space Marine, als Sprung Marine und in ganz unüblicher Ausführung, nämlich mit Energie Axt, halt schön passend zu diesen komischen Wikinger Marines, aber eben, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Richtig kacke ist sie nicht, aber geil halt auch nicht. Nicht so wirklich mein Fall, aber ich bin ja auch nicht so der Space Wolves Fan, von daher würde ich sagen, war es das für heute. Gucken wir mal, welchen Orden wir als nächstes Mal haben. Ich versuche immer noch den Money dazu zu kriegen, dass wir mit den Ultras irgendwie so ein Koop machen. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Also, ich bin erstmal raus. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.